Sieht gut aus, ne? Nee, das hört sich ganz furchtbar an. Wirklich? Hallo, oder besser gesagt, miau. Heute sind wir hier in deiner geilen Plüschwerkstatt. Ja. Das ist keine krasse Ansage, sondern du zeigst mir heute mal, wie man so einen wunderschönen Schweif herstellt. Damit du auch zu Hause selber welche machen kannst, ne? Ja. Zuerst einmal brauchen wir ganz viel Fell. Das ist alles Kunstfell. Kein echtes. Nein. Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, wir machen einen lila. Passend zu mir? Ja? Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Ich habe hier ganz viel verschiedenes Fell. Du wirst jetzt ein Fuchs. Ja, perfekt. Ein lila Fuchs. Genau. Ja. So, genau. Ich habe hier so vorgefertigte Vorlagen. Die sind im Grunde immer gleich. Und dann legst du einfach den Schwanz hier rein. Und dann kriegst du jetzt einen Stift. Der kam geflogen. Und dann musst du im Grunde einfach mal drum zeichnen. Okay. Hast du gerne gebastelt als Kind? Ja, aber schlecht. Gern, aber schlecht. Naja, aber ob man schlecht oder gut ist, das ist ja egal. Basteln geht's ja, ne, da geht's ja um den Weg, nicht das Ziel. Ja, sieht doch gut aus. Das geht doch nicht. Hier oben müssen wir gucken, mal, das improvisieren wir. Aber ja, sonst ist komplett angemalt. Super. Okay, so. Gut, eine Schere jetzt vermutlich. Nee, kannst du mit Cuttern umgehen? Darf man dir ein Messer in die Hand geben? Naja, du hast ja gesehen, was ich hier mit dem Stift schon gemacht habe. Jetzt nimmst du diesen Cutter. Komm, ich zeig's dir erstmal. Ich hab's so. Der alte ist so wie ein Stift, ne? Und dann nimmst du das und dann schneidest du hier ganz vorsichtig in das Fell rein. Aber nur so, dass du diese Oberfläche schneidest, nicht, dass du das Fell darunter schneidest. Sieht gut aus, ne? Nee, das hört sich ganz furchtbar an. Gar nicht. Also du darfst nicht mit der Spitze schneiden, sondern du musst mit der Fläche. Mit der Fläche. Naja, okay, das wurde mir aber nicht vorher gesagt. Ach. Oh, jetzt schneidest du zu doll. Ich muss ganz vorsichtig sein. Alles klar, ich mach mal hier. Mit Liebe. Ja, das machst du gut. Hab ich gar nicht. Ich hab da gar nicht. Du hast gesagt, ich mach das gut. Ich hab gar nicht geschnitten. Gar nicht. Ich war zu vorsichtig. Ich mach jetzt ein bisschen doller. Das sieht besser aus. Ja. Wie lange machst du schon Cosplay? Seit 2012. 2012? Mhm. Krass. Meine ersten Cosplays waren so für League of Legends und sowas. Pokémon habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe das zu der Zeit, als ich Cosplay entdeckt habe, habe ich League of Legends ganz viel gespielt. Und dann habe ich halt auf der Gamescom entdeckt, dass es dort einfach einen Wettbewerb gab für so Kostüme. Und dann habe ich das einfach... Ich schweiß nicht, aufs Tisch liegt. Ja, und dann habe ich das halt einfach mal probiert und es hat mir gefallen. Und dann bin ich schwer süchtig geworden nach Basteln. Und habe seitdem halt jedes Jahr eigentlich ganz viele Kostüme gemacht. Okay, ja, wir gucken mal, was du da fabriziert hast, ja? Ich glaube, ich bin fertig, ja. Das sieht gut aus. Guck mal. Gut. Du hast es geschafft. Jetzt musst du den Schweif mal so hinlegen und dann nimmst du diese Bürste und bürstest das Fell so in die Mitte rein. Ach, dann okay, ja. So, hier vorne finde ich ein bisschen schwieriger. Mhm. Das nimmst du jetzt. Entschuldigung. Und okay. Und piekst dir bitte nicht in die Finger, das sind nämlich Nadeln. Und dann legst du das so schön aufeinander. Ah, okay. Und jetzt kommt der richtig nervige Teil. Ja, geil. Also, wenn du das Schneiden nicht nervig fandst, dann wirst du das hier auf jeden Fall nervig finden. Denn wir müssen jetzt im Grunde darauf achten, dass das Fell hier drin bleibt. Und wir nehmen eine Nadel und dann legst du das so zusammen und piekst hier durch. Okay. Und dann zack. Okay, und einmal ganz durch wahrscheinlich. Genau, aber du musst darauf achten, dass die Spitze von der Nadel immer zur Spitze des Schweifes geht. Okay, warum? Weil das beim Nähen sonst ziemlich ätzend wird. You can do it! Let's go! Ist drin? Nee? Ja. Bisschen? Das ist echt weit draußen. Kannst du mal schön mit der Nadel hier reingehen? Ah ja, mhm. Und dann gehst du hier mit der Nadel rein. Und lass mich raten, ich soll noch mal zeigen. Einmal muss ich es sehen. Hier so. Hast du einen Trick direkt geschaut? Zack.
Okay, jetzt male ich mal einen. Go, you can do it! Mit dem dreckigen, angemalten Finger hier. Höchste Konzentration. Oh, fast. Au! Das hast du sehr gut gemacht. Guck ja, würdest du sagen, das ist so ein Einsteigermodell? Oder wie fängt man am besten mit sowas an? Ich würde sagen... Das war schon sehr fortgeschritten, würdest du wahrscheinlich sagen. Also ich würde sagen, das ist so, wenn du einfach nur geradeaus nähen musst und vielleicht irgendwie einen Katzenschwanz oder sowas machst, das ist eigentlich das Einfachste. Aber es gibt halt auch noch so Modelle, wo du dann so Streifen reinnähen musst. Ah, okay. Also, das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ne? Hast du dir selber beigebracht eigentlich? Ja. Ja? Ja. Krass. Aber das ist halt auch so jahrelang dann irgendwas mal probiert, mal die beste Lösung für irgendwas gefunden. Also Learning by Doing eigentlich. Genau. So die ganze Zeit. Cool. Ja. Jetzt brauchen wir nächster Schritt. Eine Nähmaschine. Habe ich nicht dabei. Schade, dann ist das jetzt hier vorbei. Aber ich habe eine. Du hast eine? Ja. du hast noch nie genäht. Das noch ist natürlich nie. Ein bisschen unfair jetzt, ne? Das eine Challenge zu nennen, aber ja, ich habe jetzt hier auch kein Mitgefühl, du musst jetzt hier durch. Wichtig ist, dass du das Pedal vor dir hast. Habe ich? Ja. Genau. Ist wie Autofahren, nur anders. Soll ich da schon raufgehen mit dem Fuß? Kannst du machen. Aber im Grunde musst du immer hier deine rechte Hand dran haben und deine linke Hand ist an dem Schweif dran. Ja? Du musst ein Gefühl entwickeln dafür, wie stark du auf das Pedal drücken musst. Am besten immer ganz langsam und hier musst du so leicht drehen am Anfang, damit du die Maschine zum Laufen bekommst. Und während du nähst, ziehst du diese Nadeln raus. Das sind ungefähr 5 Sachen auf einmal. Was mache ich denn mit diesem Gerät hier? Warum muss ich denn da was drehen noch? Wenn du auf das Pedal drückst, drehst du hier an, damit das... Ach so, danach ist das egal. Genau. Und dann kannst du hier hinten an diesem Fell... Ziehen? Ziehen, genau. Boah, es geht doch schnell, okay. Ja, genau. Jetzt musst du ein Gefühl entwickeln, dafür, wie schnell du drückst. Und jetzt, Achtung, da kommt jetzt eine Nadel auf dich zu. Ja, die mache ich jetzt raus? Ja, die machst du jetzt raus. Aber da stoppe ich erstmal alles dafür. Und du musst darauf achten, dass die Nadel nicht zu tief in diese Richtung des Schweifes geht. Okay. Du musst immer am Rand bleiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war noch nie so spannend, einen Schweif zu machen. Ich halte mal Luft an dann. Oh, wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Ist da? Ja. So. Uff. Oh, sogar ich nass geschützt. Das war sehr anstrengend. Ja. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir drücken auf diesen kleinen Hebel hier. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin für neue Sachen, aber okay, mach mal. Okay, wir drücken auf den Hebel hier, aber wir drücken auch aufs Pedal. Oh. Das ist einfach nur, damit man also ein Ende umnäht. Genau, und dann hat man ein Ende. Das ist jetzt im Grunde dein erster Schweif. Normalerweise macht man noch eine gerade Naht hier rein, damit Aber die erlasse ich dir jetzt. Also ich würde sagen, das ist schon ein gutes Ding. So. Willst du dazu vielleicht was sagen? Zur Qualität? Ist okay. Also kann man machen. So, jetzt geht's ans Umstülpen. Den hier einmal so reinfriemeln. Ah, dafür die Stange. Easy. Yes. Easy. Und dann stopfst du den einfach mit der Stange durch. Machen wir. Nicht so, also. Da ist er doch. Guck mal, du kannst den jetzt einfach wie so eine Banane. Ich weiß nicht, warum ich Banane gesagt habe. Ich öffne meine Bananen nicht so. Ja, geil. Wo ist die Bürste? Der Bürste machst du jetzt einfach Folgendes. Du guckst, wo die Naht war. Die ist hier auf der Seite. Sieht man gar nicht mehr, weil so gut genäht ist. Genau. Und da gehst du jetzt einmal nochmal mit der Bürste durch. Über die Naht. Ich weiß sie nicht, weil ich so gut ist. Ja. So? Ja, genau. Einfach mal so drüber gehen. Ob du wirklich so gut genäht hast, das sehen wir erst, wenn wir den gleich gefüllt haben. Denn dann sieht man alle Fehler. Und den stapfen wir jetzt mit dieser. Oh, da kommt schon alles rausgeflogen. Ja. Ich stopfe einfach rein? Genau. Ein bisschen wenig jetzt, oder? Das ist ein bisschen wenig. Aber kannst du einfach mal so reingreifen, ganze Hand nehmen. Ach so, dann mach ich, und dann brutalst da reinstopfen.
Okay, brutal. So sehr vertraue ich meinen Nähten jetzt nicht. Okay, egal. Aber gut. Ich vertraue deinen Nähten. Das ist gut. Hab Selbstvertrauen. Okay. Einfach reinballern. Kann auch noch mehr, du. Kann auch noch mehr. Ja, hier vorne ist schon gut. Ja, hier ist aber noch ganz viel frei. Eine Hand würde ich noch an. Das war's schon? Das war's. Du hast deinen ersten Schweif gemacht. Und im Grunde, was man dann machen kann... Der hält dann mit so einem Dreier, ja, genau. Ist im Grunde... So ein Drätschen. So ein Drätschen da rein zu tun. Zack. Und dann hast du... Dann kann man den auch formen, wie man will. Genau. Den muss man dann hier natürlich noch festkleben und ja, das verblenden. Aber das ist im Grunde dein... Das ist mein persönlicher Schweif. In lila. Gefällt mir gut. Ja, Hammer. Vielen Dank. Ja, gerne. Richtig gut. Ja, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was wir sonst noch auf dem Kanal machen, dann abonniert doch mal, denn wir haben noch richtig viele tolle Sachen vor mit anderen Gamerinnen und Gamern.